Wohl keine Tragödie der jüngeren europäischen Geschichte wurde mit YouTube-Videos so ausführlich dokumentiert wie der Brand im Gewerkschaftshaus von Odessa. Doch im selben Maße, wie es verwackelte Aufnahmen gibt, gibt es ungeklärte Fragen. Gut zu sehen ist, wie ein regierungsnaher Mob das Gewerkschaftshaus von Odessa mit Molotow-Cocktails attackiert. Die Videos zeigen, wie im Gebäude mit Gewalt Türen aufgebrochen werden, Menschen in Todesangst aus dem dritten Stock springen und dann mit Knüppeln auf sie eingeschlagen wird. Eine Live-Reportage des Lokalfernsehens am Abend des 2. Mai spricht von mutigen Odessitern, die das Gewerkschaftshaus von russischen Terroristen säubern, und ein Staatsanwalt kommentiert dies als rechtmäßig. Die großen europäischen Medien haben das Thema Odessa nur kurz gestreift. Die Fragen, wer für das Massaker verantwortlich war, warum die Polizei nicht einschritt oder warum die Feuerwehr erst nach 40 Minuten kam, scheinen hiesige Medien nicht zu interessieren. Im Gegensatz zu russischen Fernsehsendern, die das Ereignis für ihre Sicht auf die Ukraine ausschlachteten. Offiziell forderte der Brand 42 Todesopfer. Auf einer von den Angehörigen erstellten Liste stehen jedoch die Namen von 56 Toten. Hinzu kommen 45 vermisste Menschen, weshalb Aktivisten in Odessa von über 100 Toten ausgehen. Nach was in Odessa passiert, wurde im Stadt, ich denke, erste paar Wochen war unglaublich schwer. Also bis 10. Mai könnte ich das selbst fühlen. Man hörte nur ab und zu, dass Menschen, die überlebt haben in diesem Haus, wurden dann zu Hause umgebracht, in andere Orte umgebracht. Das Ereignis in Odessa ist für meine russischen Freunde, denen ich begegnet bin, das Schlüsselereignis. Und damit, dass sowas geschehen kann und dass das nicht aufgeklärt wird und so weiter, ist klar, dass die Faschisten gedeckt werden. So die Spracheregelung und so auch die emotionale Empörung. Und da hat man auch schon gar keine Basis mehr, um darüber zu diskutieren. Also da jetzt reinzugehen, intellektuell, und zu sagen, halt mal, guck mal, lass mal genau untersuchen und so, das spielt schon gar keine Rolle mehr. Damit ist alles erwiesen. Das ist sicherlich eine Wende, ja, die mit diesem Pogrom also zu tun hat. Und das ist, denke ich, in der ukrainischen Bevölkerung nicht viel anders. So konnte auch unser Filmteam die Vorfälle nicht vollständig aufklären. Doch durch die Gespräche mit Augenzeugen, regierungskritischen Aktivisten, Journalisten und Stadtratsabgeordneten von Odessa sind wir den Ereignissen ein ganzes Stück näher gekommen. Durch die von nationalistischen Strömungen seit langem betriebene Ukrainisierung des Landes und beflügelt von den Erfahrungen der Dominierung durch Moskau während der Sowjetzeit, bildete sich auch im russischsprachigen Odessa eine antirussische Strömung. Sie nennt sich Euromaidan. Parallel zu den Ereignissen in Kiew verstärkten sich zum Jahresbeginn 2014 die Spannungen zwischen Maidan und Anti-Maidan in Odessa. 3 Tage nach dem Machtwechsel in Kiew und genau einen Tag, nachdem ein Gesetz gegen den Status der russischen Sprache verabschiedet wurde, bauten Regierungsgegner in Odessa ein Protestcamp auf. Es lag auf dem Kulikow-Feld vor dem Gewerkschaftshaus der Stadt. Das Erste, was die neue Kiew-Regierung getan hat, war gegen russische Sprache. Und alle nannten das als Erste, dass Stadtfest russische Sprache bleibt, als Regionalsprache mindestens. Und ja, also viele wollten einfach mehr Unabhängigkeit, in erster Linie wirtschaftliche Unabhängigkeit von Kiew gewinnen durch diesen Protest. До 2 мая я ходил на все митинги, на все марши. Брал ребенка своего 8-летнего, садил на плечи себе, и мы шли по городу с антифашистскими лозунгами. Неоднократно заносили в консульство России, заносили прошение о том, чтобы нас защитили, потому что огромная часть, большая часть одесситов не приняли Майдан. Требование нашего антифашистского движения – это внеблоковый статус Украины, чтобы Украина никогда не вступала в военно-политические союзы, которые являются врагами наших братьев. Und gegen diese neue populäre ukrainische Ideologie von Bandera. Für die Menschen auf dem Kulikow-Feld war Stepan Bandera nichts anderes als ein Verbündeter von Hitler.
Bis heute erinnern sich viele Ukrainer an die Massaker, welche die ukrainische Aufstandsarmee an Juden und Polen in der Westukraine verübte. Es gibt eine positive Identifikation mit dem ukrainischen Nationalismus, mit Stepan Bandera und der Organisation ukrainischer Nationalisten, die ja gegen Kommunisten, gegen die Rote Armee gekämpft haben. Deswegen gibt es bei den Leuten in der Westukraine keine positive Bezugnahme auf die Sowjetunion oder auf den Sieg über den deutschen Faschismus. Anders ist es natürlich in der Ostukraine. Da gibt es sehr viel an historischer Erinnerung an den Sieg gegen Hitler-Deutschland. Unter den Protestierenden auf dem Kulikow-Feld waren russlandfreundliche Organisationen, Anhänger der Partei Heimat, der Organisation Einiges Odessa, Afghanistan-Veteranen sowie Anhänger der Kommunistischen Partei und der linken Organisation Borodba. Am 30. März vertreibt eine pro-russische Demonstration unter den Rufen Russland, Russland die Euromaidan-Anhänger von ihrem Treffpunkt am Denkmal des Odessa-Gouverneurs Herzog Chevalier. Если помните, произошел марш Куликового поля в сторону Дюка. Вот. Кто-то из них пострадал? Вот хоть один? Нет. Да, там покричали, поругались, но это... Die Regierung in Kiew sah das Protestcamp vor dem Gewerkschaftshaus offenbar als Gefahr. Der damalige stellvertretende Polizeichef von Odessa erklärte gegenüber dem russischen Fernsehen, dass der damalige Gouverneur Wladimir Nemirovsky von ihm gefordert habe, das Camp abzuräumen. И одно требование было, это снести палаточный городок. Я ему, что с помощью милиции это невозможно сделать. Der Gouverneur befürchtete offenbar, dass vom Kulikow-Feld aus öffentliche Gebäude besetzt werden. Diese Taktik wurde Anfang 2014 von den Maidan-Aktivisten in Kiew angewandt. Nach dem Machtwechsel in der Hauptstadt besetzten auch Regierungskritiker in der Ostukraine öffentliche Gebäude, um eine Dezentralisierung und Föderalisierung der Ukraine durchzusetzen. Значит, когда начались события, мы знали заранее, что готовится против нас провокация, что будет как бы штурм нашего лагеря, вот, что приехал поезд с Харькова, причем мы знали, что поезд не пассажирский, а, я не знаю, как это называется, литерный или... Потом обстановка накаляться начала. Почему? Потому что уже пошли слухи о том, сюда, что сюда приедет в Одессу к нам порядка 2-3 тысяч бандитствующих болельщиков, так называемых. Um 14 Uhr sammelten sich in der Innenstadt auf dem Kathedralenplatz Fußball-Hooligans aus Odessa und Charkow mit Knüppeln, Helmen, Schildern und Luftdruckpistolen ausgerüstete Mitglieder des rechten Sektors und aus Kiew angereiste Maidan-Hundertschaften. Целый состав боевиков. Агрессивных, воинствующих. Вот, ребята сказали, что значит надо что-то, говорить, какой-то делать отпор. Zwei Häuserblöcke weiter in der Oleksandrowski-Straße hatten sich 500 Regierungsgegner versammelt. Auch sie waren teilweise mit Schildern, Helmen und Schlagstöcken bewaffnet. И основная задача была у этих ребят, которые здесь собрались, отрезать пути отрезать направление пути к движению на Куликово поле. Они готовы были защитить. Да, они готовы были физически защитить пожарную машину, да, и начали продвигаться на нас со стороны улицы Бунина по переулку вице-адмирала Жукова. Die Situation eskalierte, nachdem die Kämpfenden von Unbekannten beschossen wurden. Dabei starben 6 Menschen. Auf vielen Videos und Fotos ist zu sehen, wie maskierte Männer, die direkt hinter den Polizisten stehen, unter ihnen auch ein gewisser Bootsmann, direkt in die Menge schießen.
Nach den Todesschüssen schien eine Racheaktion der Regierungsanhänger unausweichlich. Ich denke, man muss das Ganze in mehrere, sozusagen in mehrere Schichten teilen. Ja? Das eine ist die allgemeine politische Strömung, die Atmosphäre. Und die Atmosphäre war klar, dass von Kiew dieser Nationalisierungsdruck ausging, Ukrainisierung der Ukraine, und dass die rechten Kräfte unterwegs waren nach Osten. Das zweite ist, dass man vor Ort damit nicht einverstanden war. Es gab vor Ort bereits die Proteste, es gab, hatte ja schon bürgerkriegsähnliche Situationen, Formen angenommen, und die sich also zur Wehr setzen wollten und das auch beschlossen haben, das war auch klar. Und dann sind die Hooligans da angekommen, also wobei Hooligans, also Fußball und Hooligans und so weiter, in dieser nationalistischen Mischung da aufgetreten sind. Und ja, das ist die Situation. Und wie das bei all solchen Situationen ist, sind die unkontrollierbar im konkreten Ablauf. Aber dahinter standen selbstverständlich Leute aus Kiew, die das toll fanden und das richtig fanden. Und die Situation auch von sich aus, wenn sie denn nicht geschehen wäre, hätten erfinden müssen. Aber das wird man ihnen nicht nachweisen können. Бежал парень оттуда уже, весь избитый, и говорит, их там немерено. Говорит, великое множество, тысячи три, наверное, говорит. Везде, со всех сторон. Пришла группа людей с Греческой площади, молодых наших товарищей, где-то 40-50, может 60 человек. Девушки молодые, парни, побитые, с переломанными руками, там, потому что не могли руки. Ногами там волочили ноги, перевязанные в крови. И они пришли, сказали, что их так много, что вы не удержите даже эту баррикаду. Надо, мы не спасем палаточный городок. Alle rein, sie kommen, alle rein, sie kommen. Frauen, kommen sie rein, Männer zu Barrikaden. Женщины не верили в то, что может произойти такое. Они лезли туда, считали, что это какая-то защита. Они получилось, что они попали в самое пекло. Были, повыстраивали вот это вот все. Выстраивали, чтобы как-то ограничить, потому что сказали, что сейчас милиция прибудет, типа нас защитят, надо пока спрятаться всем в доме. Хотя милицию, наоборот, сняли всю. То есть такое впечатление сложилось, что вот, ну, реально все было договорено, чтобы все вот это вот получилось. То есть милицию просто убрали оттуда. Все вот, если милиция находилась с самого утра всегда по периметру, они как бы охраняли все. Им было все равно, там дети у нас были в здании. Потому что как бы без разницы было, что дети там и задыхаются в этом дыму, в этом во всем. Я активист антимайдана. Единственное, что я не вошел в здание. То есть люди, которые вошли в здание, многие погибли. Я остался возле здания и, слава богу, успел 9 человек вынести оттуда. Уже когда дом профсоюза горел. Там у меня погибло много товарищей. И здесь началось вот это. Начали гореть двери. Ну, двери были, когда там облиты, пылало все. Вот. И началась паника. Стеклянные были выбиты. И кинули нам первые коктейли. Вот первый коктейль снаружи, что нам они закинули, он разбился, и эта жидкость воспламенилась. Ну, начало это, ой, что мы. Ну вот это забаррикадировали, это мебель, все начало гореть. Кто-то из нас, один из нас сказал, я там видел огнетушитель где-то на первом этаже, и побежал, чтобы позатушить его. Но пока он бежал, там еще посыпались эти, уже я уже не помню сколько, там очень быстро начало разгораться. Почему? Потому что наши первые люди, которые вышли на крышу, открыли там окно, ну, на чердак, открыли двери,
пооткрывали окна, и там тяга произошла в центральном стволе. Пошла тяга. И вот эти коктейли, что они кинули нам, нападавшие нам кинули, они очень быстро разгорелись, потому что как эффект камина. Оно начало вытягивать туда, и оно быстро начало разгораться. Мы уже не успели ни потушить, ничего. Уже горели, кажется, коктейли эти горели внутри помещения. Я пробежал по коридору, смотрю, в одном из помещений горит коктейль Молотова у дверей. Вот. Парень тащит своего друга и товарища, тащит горящего. А огонь такой, что на расстоянии 5-6 метров подойти нельзя было. Начинала гореть одежда. Вот. Ну, а потом весь этот бардак начался, там же людей избивали, мы все это просто с крыши, все это видели. Сейчас там били, жена говорит, идите, выходите, начали людей выпускать. Мы выглядываем, а там, извините, людей избивают. То бишь никто не полез, не стал выходить с крыши. Потом опять это та же самая ситуация. Они же кружили все здание, там бесновались, кричали, кто кого выносил, кто-то кого-то избивал. Поэтому как бы, все понимали, что спускаться вниз нету смысла. Обороняться у нас там, ну, осталось немного этих зажигательных смесей. Но их оставили для того, что если они полезут к нам по лестнице, чтобы можно было хотя бы хоть как-то отбиваться от них. Что оружия никакого. У меня там было деревяшка на груди накручена, но это не спасло бы ничего. Люди падали просто с окон, их добивали снизу. Там над священниками издевались очень сильно. Как бы нам все было видно, все, что происходило на крыше. Ну, с крыши как бы весь обзор, то есть как бы. Выключено освещение, и это наступил настоящий ад. Это темно, горящие вот эти блики, выхватывающий крик, истерический вой. Вот, ну, крики мертвых, это умирающих людей просто. Я работник скорой помощи, то есть мне с помощью все-таки нашей службы удалось 9 человек оттуда спасти. Спасал я их вместе с майдановцами. То есть я одел шлем, куртки спортивные и как бы был как свой. 2 раза получил по голове палкой, ну как бы просто закрыл тела людей. То есть хотели ударить тело, но пали по шлему. Ну таким образом 9 человек все-таки поломанных, побитых, но живых удалось спасти. По сегодняшний день ни одного из них я не вижу, не встречаю. То есть люди, видно, испуганы, либо выехали вообще. Кто как мог, и шли, и вытягивали людей остальных. Хотя, ничего не могу сказать, были тех же из ультрасов, которые, как говорится, с Черноморца этих ультрасов, попадались все-таки тоже нормальные, адекватные, как говорится, которые людей именно спасали, помогали. То есть где-то у кого-то зрак. А вот эти самооборона Майдана плюс... Это они именно просто уничтожали. Сначала не было ни скорых, не было ни пожарных машин. То есть мы, когда вот начался пожар, мы звонили, буквально же рядом пожарная часть, просто игнорировали наши звонки. Сначала как бы они говорили, что нету машин, то у них нету еще чего-то, то потом они просто игнорировали, они даже трубку не брали. Когда мы выглядывали, в меня стреляли, вот у меня пуля пролетела возле уха. Вот поэтому, как бы все понимали, уже никто не высовывался. Ребята, которые лежали на нижней крыше, их тоже обстреливали. Потому что они, ну, сначала они там пытались сидеть, а когда начали стрелять, они уже все легли просто вот, ну, плоско на крышу, чтобы уже, ну, чтобы в них не стреляли. Ну, не могли попасть, по крайней мере. Мы начали звонить своим родным и близким и прощаться. Все звонили и прощались. У него выключился. Они рыскали, бегали по помещениям, ломали, которые не скрывались, не открывались. Они топорами, секирами, вот, они двери разрубали. Кто там был, убивали. Вот. Страшно было, просто понимаете. Вот. И в темноте увидел тоже людей с фонариками. Это были
там, представители правого сектора, самообороны. Вот. И они меня спросили на украинской мове: ты кто? Я им ответил: хлопцы, я свий. Вот. И вот так я с ними от второго до пятого этажа, до чердака прошелся, переворачивал все вот этих, кого встретил, погибших, заглядывал им в лица. Многие лежали. Медсестра, которая работала в больнице, работала в еврейской больнице, она говорит, возили, всю ночь возили, и со страшными ранами, животы вспороты, сожженные, обожженные. Но вы видели, наверное, представляете, вот там съемки были, когда люди обнаженные. Это разрезали животы. И уже когда пришла наша милиция, они нас там два раза поднимались к нам, умоляли нас спуститься, с вами ничего не будет, мы вас вывезем в город и всех отпустим. Вот такая договоренность была. И тем не менее нас завезли в РОВД и оставили там на 48 часов. Зам начальника городской милиции, который был в половина восьмого, половина девятого утра на Куликовом поле, и ко мне обратился по имени, отчеству, сказал: Олег Анатольевич, можете зайти в кабинет побеседовать? Я ответил: да, можно. Захожу в кабинет, сидит начальник милиции, он сидит, и сидят этих двое по гражданке, в гражданской одежде. И он представил меня им, говорит: вот, уважаемые люди из Киева хотят с вами побеседовать. Сам вывод напрашивается. Кто это? Естественно, сотрудники СБУ с Киева, которые пришли и руководили всем, что происходило в нашем городе в этот день. Die Behörden in Odessa halten alle Informationen über die Toten und Verletzten unter Verschluss. Nach dem Brand gab es keine Spurensicherung, die diese Bezeichnung verdient. Den ganzen Mai über stand das Gewerkschaftshaus offen. Angehörige und Schaulustige konnten es ohne Probleme besuchen und durch die ausgebrannten Korridore und Bürozimmer gehen. Über den Ereignissen von Odessa schwebt jene Hauptfrage. Gab es Organisatoren, welche die Forderung von Politikern, das Protestcamp abzureißen, in brutaler Form durchsetzten? Von Regierungsgegnern und Journalisten in Odessa werden in diesem Zusammenhang die Namen von drei Männern genannt. Es geht um den Milliardär, Besitzer der Privatbank und Gouverneur von Dnipropetrovsk Igor Kolomoyskyj, den damaligen Chef des Sicherheitsrates und Mitgründer der Sozialnationalen Partei der Ukraine Andrei Parubi und den Gouverneur von Odessa, Wladimir Nemirovsky. Igor Kolomoyskyj habe seinen Einflussbereich als Geschäftsmann auf Odessa ausweiten wollen, sagen Regierungskritiker. Nach dem Brand wurde Igor Palitsa, ein Vertrauter von Kolomoyskyj, neuer Gouverneur von Odessa. Beweise gegen Kolomoyskyj gibt es bisher keine und auch keine Behörde, die danach sucht. Belastet wird der Oligarch durch ein abgehörtes, aber nicht bestätigtes Telefongespräch, welches im Internet veröffentlicht wurde. Daran berichtet der Lobbyist Oleg Noginsky einem Ehrenkonsul, Kolomoyskyj sei verrückt geworden. Bei einem Geheimtreffen mit hohen Regierungsvertretern habe er vorgeschlagen, ihm Odessa zu geben. Dann werde dort Ruhe herrschen. Die Aufgabe sei gewesen, das Protestcamp zu zerstören, dann aber sei die Situation außer Kontrolle geraten. Weiter heißt es dort, dass nach dem Brand im Gewerkschaftshaus 16 Personen, welche den Brand überlebten, ermordet worden seien. Man habe das Gefühl, Odessa entwickle sich zum zweiten narzisstischen Deutschland auf einem kleinen Stück der Ukraine. Organisiert wurde der Angriff auf das Zeltlager möglicherweise von Andrei Parubi. Drei Tage vor dem Brand besuchte Parubi einen von dem Maidan-Hundertschaftler Mikola geleiteten Straßenkontrollpunkt am Rand von Odessa und überreichte den Aktivisten dort 20 moderne, schusssichere Westen.
Parubi unterhielt sich länger mit Mikula, einem der Schützen vom 2. Mai. Auf einem Video ist zu sehen, wie Mikula am 2. Mai auf das Gewerkschaftshaus schoss. Er wurde deshalb verhaftet, später aber wieder freigelassen. Wie der flüchtige Polizeichef von Odessa, Dmitri Fucecci, in einem Interview für den russischen Fernsehkanal Pervi berichtete, hielt der ukrainische Sicherheitschef Parubi bei seinem Besuch in Odessa eine 4-stündige Besprechung mit der neu gegründeten ukrainischen Spezialeinheit Storm ab. Nach Meinung des geflüchteten Polizeichefs trägt der damalige Gouverneur von Odessa, Nemirovsky, eine Mitverantwortung für die Ausschreitungen vor dem Gewerkschaftshaus. Разгона Куликова поля губернатор привез с Майдана. На 12 блокпостов выставили людей с Майдана. В среднем 10-12 человек. Это 12 блокпостов, считайте, это около 500 человек. Остальные все находились в городе Одессе. В пионерлагерях, на базах отдыха и так далее. Финансировал кормление и содержание губернатор. Es gab in Odessa auch ortsansässige Parteipolitiker und rechte Aktivisten, welche den Angriff auf das Gewerkschaftshaus aktiv unterstützten. Da ist zunächst Andrei Yusov, Leiter von Klitschkos UDA-Partei in Odessa. Weiterhin ist da Mikula, der Leiter einer Hundertschaft vom Kiewer Maidan, und da ist Sergei Gutsalyuk, der Führer einer ukrainischen Kosakeneinheit in Odessa. Понимаете, ну если бы наших сторонников были там 5-6 тысяч, как обычно у нас собирается в будние дни, да? А по воскресеньям 10-12-15 тысяч. Ну, эти 3-4 тысячи свезенных, они были свезены в Одессу. Это ж все знают. И свезены в Одессу с Майдана, самообороны Майдана. Несколько сотен было свезено туда, привезено в амуниции, в касках, в шлемах, в этих, как их, бронежилетах. С оружием. Они были привезены туда, они ждали этого часа, когда им скажет главный, мы сегодня начинаем. Были самооборона Майдана, правый сектор. Был этот самый, к ним руководили ими на низшем уровне. Есть видео в интернете. Руководили это главари нашего одесского Евромайдана, который собирался там 200, 300, 400 человек возле памятника Дюку. Вот перед Потемкинской лестницей. Это конкретно Гуцалюк, Сергей Гуцалюк, это Марк Гордиенко, это Юсов. Das UNO-Büro für Menschenrechte veröffentlichte am 15. Juni 2014 einen 8-seitigen Bericht, der die staatlichen Organe der Ukraine in keinem guten Licht erscheinen lässt. Wörtlich heißt es in dem Bericht: Die UN-Menschenrechtskommission bedauert, dass die zentralen Stellen im Geheimdienst und beim Innenministerium bei der Aufklärung nicht ausreichend kooperieren. Нет, милиция не ведет никаких расследований. Я считаю, что за полгода, которые прошли, никто не наказан, все спущено на тормозах. Вместо тех, кто должен сидеть, сидят другие люди, совершенно не те, кто не сгорел, те и сидят. Даже у нас, как не специалистов, вызвало очень много вопросов. Ну, кроме этого, мы связались с независимым экспертом. К счастью, такие в Одессе есть. И эти независимые эксперты сказали, ну, что судебно-медицинская экспертиза проведена на очень низком уровне. Кроме того, что еще второе, что нас очень беспокоит, это то, что президент, например, президент приезжает в Одессу и одобряет это все. С его слов, то есть он говорит о том, что это было сделано правильно. То есть суть такая, что это было сделано правильно, что это победа. И вот это трагедия. Eine Stellungnahme von lokalen Amtsträgern war bis dato nicht zu bekommen. Die Pressesprecherin von Bürgermeister Gennady Truchanow war, nachdem sie die Interviewfragen eingefordert und erhalten hatte, nicht mehr erreichbar. Die stellvertretende Gouverneurin und ehemalige Maidan-Aktivistin Zoya Kazanchi war trotz anfänglicher Bereitschaft ebenfalls nicht mehr erreichbar. Als offizielle Position ist wohl die Erklärung des ukrainischen Präsidenten Poroschenko vom 24. Dezember zu werten. Nach der Tragödie vom 2. Mai wurden 3 Personen zur Verantwortung gezogen. Einer der Organisatoren, Fucecci, ist auf der Flucht. Nach Angaben unseres Geheimdienstes befindet er sich in Transnistrien. Er besucht öfters Russland. Wir bitten um Ihre Hilfe. Geben Sie ihn heraus. Richtig ist, dass die 3 Personen, die wegen den Angriffen verhaftet wurden, alle wieder auf freiem Fuß sind und keine Anklage erwarten. Der Hundertschaftler Mikula soll sich nach russischen Angaben im Dezember mit einem Touristenvisum in der Schweiz aufgehalten haben.
Dass Fucecci der Hauptorganisator der Unruhen vom 2. Mai gewesen sein soll, erscheint höchst widersprüchlich und wurde nicht belegt. Der Politologe Lev Vershinin beschreibt Fucecci als klassischen postsowjetischen Polizisten. Er ist ziemlich professionell, absolut nicht uneigennützig, er beugt sich dem Willen der Chefs, er hat einen Teil der Schuld an der Tragödie, aber der Anteil seiner Schuld ist nicht groß. Er hat alles versucht, um das Ausmaß der Tragödie zu verringern. Zur Frage des Polizeiverhaltens sind drei Dinge auffällig. Es gab während der Straßenschlacht in der Griechenstraße viele Polizisten, aber auch einige Demonstranten, die rote Armbinden trugen. Auf einem Foto ist auch zu sehen, wie der stellvertretende Polizeichef Fucecci Männer in Zivil mit roten Armbinden instruiert. Vermutlich hatte die Polizei Helfer in den Reihen der Demonstranten. Welche Rolle diese hatten, ist nicht bekannt. So viel lässt sich zumindest sagen. Ein Teil der Polizei hat es zugelassen, dass hinter ihrem Rücken Personen auf Demonstranten schossen, die keine Polizeiuniform trugen. Auf wen genau und ob mit scharfer Munition geschossen wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Der Einsatz von Provokateuren, die auf die vermeintlich eigenen Leute schossen, wird als Theorie auch in Bezug auf die Toten des 20. Februar vom Kiewer Maidan diskutiert. Die Sendung Monitor und ein Ermittler der Universität von Ottawa verfolgten die Spuren zurück zu den radikalen Kräften des Maidan. Auch wenn die Ähnlichkeiten zu den Schüssen in Odessa groß sind, genaueres könnte in beiden Fällen nur kriminalistisch ermittelt werden. Das Wichtigste am Verhalten der Polizei war jedoch, dass sie auf die Unruhen am 2. Mai scheinbar nicht vorbereitet war, obwohl ein Zusammenstoß der beiden Lager absehbar war. Es waren viel zu wenig Kräfte im Einsatz. Die Polizeiführung befand sich mittags auf einer dreistündigen Konferenz und war nicht in der Lage, operativ zu handeln. Vor dem Gewerkschaftshaus schauten Polizisten zu, wie das Gebäude anfing zu brennen und leisteten der Feuerwehr, die vom rechten Sektor angegriffen wurde, keinen Geleitschutz. Nach Angaben aus Polizeikreisen hatten sie keinen Befehl einzugreifen. Die Regierung versuchte, die Schuld für den Tod von 48 Menschen im Gewerkschaftshaus von Odessa auf die Regierungskritiker abzuwälzen. Der damalige Gouverneur von Odessa, Wladimir Nemirovsky, hatte den Euromaidan-Demonstranten auf Facebook bescheinigt, sie hätten rechtmäßig gehandelt, denn sie hätten bewaffnete Terroristen neutralisiert. Bereits einen Tag nach dem Brand dankte Präsidentschaftskandidatin Julia Timoschenko auf einer Pressekonferenz den Pro-Kiew-Demonstranten. Und der Generalstaatsanwalt erklärte im städtischen Fernsehkanal, alles habe seine Richtigkeit. Regierungsanhänger säuberten das Gewerkschaftshaus von russischen Terroristen. Ich glaube, dass es viel an Aufklärungsarbeit zu leisten gibt, was die Vorgänge in Odessa anbelangen. Ich denke auch, dass man dabei berücksichtigen müsste, welche faschistischen Gruppen zu diesem Zeitpunkt da mitgewirkt haben und zu diesem Zeitpunkt in der Stadt waren. Wir haben ja relativ lang über die internationalen Brigaden unter Anführungszeichen gesprochen, die an der Seite des neonazistischen Azov-Bataillons, und zwar wirklich offen neonazistischen Azov-Bataillons, kämpfen. Es gibt da einen tatsächlichen organisierten Rekrutierungsprozess europäischer Neonazis auf Seiten Azovs. Organisiert wird der Rekrutierungsprozess durch einen Söldner, rechtsradikalen Söldner, der bereits im Jugoslawienkrieg Neonazi-Bataillone, Neonazi-Einheiten befehligt hat, Gaston Besson. Und über den sind dann aus verschiedenen Ländern Europas Militante in die Ukraine gefahren, unter anderem ein Mann, der bei Casa Pound, also im Umfeld von Casa Pound, der italienischen neofaschistischen Bewegung, organisiert ist, der nach eigenem Bekunden am Tag des Massakers von Odessa in Odessa anwesend war. Das heißt, man müsste nachforschen, welche Gruppen da tatsächlich eine Rolle gespielt haben, um dann auch sagen zu können, handelt es sich sozusagen um etwas, was während dieser Auseinandersetzungen einfach passiert ist, oder war es ein organisiertes Vorgehen, ein organisiertes Massaker, das man von vornherein geplant hat, eine Art Abschreckungsaktion gegen oppositionelle Aktivistinnen und Aktivisten. Es gibt ja auch einzelne Leute, die im Westen dabei gefilmt wurden und Kiew dabei gefilmt wurden und YouTube-Aufnahmen also hinterlassen haben, über ihre Wehrsportgruppenartigen Treffen und so weiter, wo sie solche Pläne geschmiedet haben.
Das ist ja alles so. Nur das Ganze bleibt also in dieser diffusen Situation, dass du den Leuten das nicht im Konkreten nachweisen kannst. Außer den einzelnen Teilnehmern, die da unmaskiert also aufgetreten sind. Und die kann man ja benennen. For example, that case in Odessa was used by the separatists to show that Ukraine is organizing an almost genocide against pro-Russian protesters. So they also profited from that. And that brings some credit to this pro-Russian version. Mm-hmm. But at the same time, with this high level of repression, the government were quite effectively destroying any serious separatist movement in Odessa and preventing so that they pacified the city, where before that there were quite huge rallies and support for federalization. So that's not so easy, and that's, you don't need to, you cannot just stop at very simple explanations. Es gibt aber ein Klima in der Ukraine, das Übergriffe gegen Linke, gegen Oppositionelle, gegen russischsprachige Menschen ermöglicht. Dieses Klima besteht darin, dass man sagt, es sind eine Art Volksschädlinge, die quasi uns den schwer erkämpften Lohn des Euromaidans rauben wollen. Also es geht immer gegen sozusagen den Russen und den inneren Feind, der mit dem Russen kollaboriert. Das ist vor allem die Kommunistische Partei und die Aufständischen im Osten der Ukraine, aber auch Leute, die zum Beispiel irgendwo in Kharkiv oder in Odessa Demonstrationen veranstalten, die werden dann stigmatisiert als diejenigen, die es verunmöglichen, dass die Ukraine erstarkt, und deswegen sozusagen in diesem Klima können dann Gewalttaten stattfinden und werden wirklich auch aus meiner Sicht von schockierend vielen Menschen befürwortet. Also wir haben da mit vielen Menschen gesprochen, die bei Weitem keine Neonazis oder Faschisten sind, die aber sagen, naja, also in diesem Fall zum Beispiel gegen die Aufständischen im Osten, da kann man schon mal so richtig draufhalten und da schadet es auch nichts, wenn der ein oder andere stirbt. Erste Reaktion war für Rest von Ukraine, naja, also passt schon, sie sind russische Terroristen. Dann passt schon, das ist Separatisten, weil sie wurden nur Separatisten genannt. Und wissen Sie, es ist eine machtlose, du fühlst dich ganz machtlos. Du kannst nichts tun. Und das ist sehr schmerzlich, besonders nach Odessa. Well, because the Maidan was from the very beginning quite nationalistic. The far right were participating there from the very first days and bringing the symbols, the slogans, and the whole discussion about European Union. Maidan started about against the suspension to sign the European Association Agreement. The whole discussion was kind of like either or. Either we are signing this EU association or we are signing customs union with Russia, Belarus and Kazakhstan. And already for many people this was not only the drive towards European dream, quite naive, but also an expression of anti-Russian nationalism. Das, was da jetzt entstanden ist, ist keine faschistische Junta. Das ist eine neoliberale Junta, die sich bestimmter faschistischer Kräfte bedient und die also auch vom Westen gestützt wird, die sich ihrerseits schamloserweise dieser Kräfte bedienen. So, das muss man erstmal staffeln. Und das finde ich sehr wichtig, weil hier wird sehr, sehr holzschnitzartig zum Teil gedacht. Ne? Und das Nächste, was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass der generelle Rahmen, den man da aufspannen muss. Das heißt, in welcher Situation geschieht das eigentlich alles? Und da muss man sagen, das ist diese nachsowjetische Situation. Und es ist gewissermaßen, wenn man sich die Sowjetunion anschaut und wie die Ukraine darin also situiert war, eine nachkoloniale Situation. Also natürlich war die Ukraine keine Kolonie im klassischen Sinne, aber sie war schon, also im Rahmen des Sowjetrahmens, war sie etwas wie eine innere Kolonie,
Ja? Und nach dem Zerfall der Sowjetunion kommen diese beiden Dinge zusammen. Plötzlich ist man außerhalb der, dieses eingemeindeten Bereiches und im nachsowjetischen Raum. Das hat sich verbunden in der ukrainischen Realität zu einem nachsowjetischen antirussischen Syndrom. Weil der Euromaidan ja mehr war als eine nationalistische Bewegung, zu der es dann geworden ist, aber es war ja ursprünglich auch eine Art Sozialbewegung gegen Oligarchen, gegen Diskriminierung und so weiter. Und natürlich gibt es auch im Osten der Ukraine unglaublich viel Armut, unglaublich viel soziale Probleme. Die Wähler sind im Allgemeinen, glaube ich, so emotionalisiert durch den Krieg im Osten der Ukraine, dass sich gerade mit Russenfeindlichkeit, Nationalismus und dem Ruf nach einer starken ukrainischen Nation relativ leicht Politik machen lässt. Und das tun halt sämtliche Fraktionen da. Nicht sämtliche, aber fast alle. It's not the first time where I see the people in the communist parties in Europe and in some other left parties perceive that all Ukrainians are nationalists and fascists. This is not true, and this is very much close to racist stereotypes. There are far right parties that they are really dangerous, but you have to be very hesitant to make any extrapolation to the mass consciousness perceive the majority of Ukrainians as nationalists. Es ist für mich urschwer, fast schmerzlich reden, fast unmöglich mit Menschen von Maidan-Seite. Bis zweite Mal habe ich noch 3-4 Menschen, mit denen ich unterhalten habe darüber. Danach könnte ich nicht mehr. Ich verstehe, das ist blöd, das ist schlimm. Man braucht immer reden, ansonsten man schießt aufeinander, wenn man nicht mehr redet. Nach dem Massaker vom 2. Mai wagt sich die Opposition in Odessa nur noch selten auf die Straße. Die Regierung zeigt nach wie vor Härte. Flashmobs werden von der Polizei aufgelöst. Und als unmissverständliche Machtdemonstration lässt die Zentralregierung gelegentlich Schützenpanzer durch Odessa fahren. Nur die Mahnwachen sind geblieben. Fast jeden Sonntag versammeln sich die Angehörigen auf dem Kulikow-Feld vor dem Gewerkschaftshaus, um der Toten zu gedenken. Мы, конечно, будем настаивать и добиваться независимого расследования, потому что мы хотим четко знать, от чего умер мой сын, кто его убил. Конечно, конкретного человека назвать нельзя. Мы не оставим это так. Все равно Одесса не будет бендеровской. Вот. Не будет. Мы проклинали всю жизнь. Я проклинал, потому что знаю, у меня дядю бендеровцы убили. Вот. И я знаю, как они, я сам видел, какие они по себе, вот, люди. Я жил среди бендеровцев. Thank you.